Yo, meine kleinen lieben Jabroys draußen, heute geht's wieder weiter mit einer neuen Folge von Resident Evil Village. So, Lala, wo sind wir denn stehen geblieben? Bei diesem komischen Ding, wo wir unsere Tochter ihr Kopf reinstecken können. Das hört sich gar nicht verstanden an. Nein, gar nicht. Was zum... Ja, ich würde auch weinen. So, was können wir denn jetzt natürlich noch tun? Da verkaufen ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Das interessiert mich herzlich wenig. So. Na Leute, ich habe schon mal gesagt, dass ich das Spiel auf einen anderen Account durchgespielt habe. Da konnte ich mir so ein paar Items kaufen. Das werde ich euch später auch noch zeigen, wie man sich OP macht. Und die Waffen sind echt lustig. Ich sag's euch jetzt schon mal voraus, die Waffen sind echt lustig. Ich hole sie mir aber jetzt nicht, weil das würde den Spielspaß komplett kaputt machen, weil ich bräuchte weder Munition noch irgendwas anderes, weil ihr seht ja, obwohl die ist ziemlich schwach, könnte man mit reinnehmen, weil die macht bloß 500 Schaden. Echt wenig. Aber die hier ist schon etwas stärker, deswegen, ja. Nee, lassen wir mal. Und die ist Bombe, Leute. Ich zeige euch das noch alles. Wirklich, ich zeige euch alles komplett. Essen ist Leben. Werde ich euch noch zeigen, wie das Ganze. Und Essen ist nicht Leben, Digga. Nein. Das muss ich noch behalten. Ein bisschen Fleisch. Oh, du gehst schon? Dann muss ich ja. Schauen wir weiter hier. Ein bisschen. Das Einzige, was ich mir jetzt geholt habe, ist dieses Wetter. Es ist zwar jetzt nicht okay, aber es ist gut. Besser als das, was man am Anfang bekommt. Achso, und danke schon für die ganzen Leute da draußen, wo ein Abo und ein Like da gelassen habe. Ich freue mich jetzt endlich mal, dass wir die 52 Abonnenten erreicht haben. Das freut mich echt riesig. Hey, hier unten ist offen. Und ja, ich weiß jetzt zwar nicht alles von dem Game, weil ich bin, um ehrlich zu sein, dezent einfach nur durchgerannt. Den ersten Durchlauf, weil ich die Story sehen wollte. Und ja, am Ende hatte ich ziemlich viele Probleme, deswegen empfehle ich keinen da draußen da rauszurennen. So. Also ein bisschen umschauen. Mal schauen, was wir hier so alles finden. Schwert, Besen, komm. Irgendwas Praktisches. Okay. Was wir auch genau machen müssen, ich weiß es gerade aktuell nicht. Oh, ich hab doch einen Dietrich, oder? Für den Dietrich. Danke. Was ist drin, was ist drin, was ist drin? Bitte kein Leih, bitte kein Leih, bitte kein Leih. Shotgun-Munition und... Nichts mehr. Oh, gut, schade. Hätte mehr sein drin. Hätte mehr drinnen sein können. So, Deutsch. Der Stress. Eine Ziege. Wir haben alle eine Ziege gefunden. Voll Stress. Sach. Keiner? Gut. Ich vertraue, also dem Spiel darf man ja nicht vertrauen. Unter keinen Umständen vertraut dieses Spiel. Es könnte ganz schnell euer Tod sein. Das war ich nicht böse, es ist einfach so. Eine Sekunde mal irgendwo nicht hingeschaut und irgendein komischer Typ hier springt euch ins Gesicht und will euch beißen. Das ist nicht schön. Betone darauf, nicht schön. So, mach ich mal auf. Hab ich das zugemacht oder war das schon die ganze Zeit zu? Sag das doch. Voll nicht, hier voll in die Löffel. Es tut mir leid, wenn das jetzt etwas laut war. Wer bist du? Naja, der ist gemütlich beim Kacken gestorben. Oh, bist du nicht? Kann man ja mal machen. Ich sterbe auch, wenn ich ein Abseilen gehe. Das ist normal.
da ist schon mal nichts drin. Hier in der Wiege ist ein Äffchen. Also, das haben wir ja schon mal gesehen. Fällt mir gerade ein. Okay, hier brauchen wir... Brauchen wir denn dafür? Irgendwas benötigen wir hier, was wir jetzt noch nicht besitzen. Können wir jetzt eigentlich hier schon durch? Schaut aus, weil das Schloss können wir jetzt gerade kaputt machen. Hier sind derzeit keine Gegner. Derzeit. Wir sollten aber aufpassen, nicht, dass uns jetzt gleich irgendwas von hinten überrascht. Also, es kann immer wieder mal passieren. Meistens bei Resident Evil. Also 04, 7. Tut mir leid. Das war jetzt ein Herzinfarkt. Einfach einen Herzinfarkt bekommen. Okay. Steht da drauf. Sieh aus dem Fenster. Achso, falls man das Rätsel nicht alleine hinbekommt. Dann kann man das hier ausprobieren. Also 04, 7, 8. Versuchen wir es mal aus. Das die andersrum gelesen. Versuchen wir es einfach. Richtig? Nee. Nicht richtig. Okay, dann drehen wir einfach mal die Zahlen hier um. Auch nicht. Keine 7. Doch, ist eine 7. Okay, Leute, vielleicht bin ich gerade zu dumm, ein Rätsel zu lösen. Ist doch eine 4. Das hinten ist eine 7, das hinten ist eine 8. Bin ich jetzt zu dumm, das Rätsel zu lösen? Oder wir probieren es einfach mal in einer anderen Reihenfolge. Vielleicht 7, 4, 8. Ist das mehr Logik? Das dauert so lang. 4, 8, gut. Das war's. Ich hätte eigentlich das Ganze bloß etwas drehen müssen. Hier ist eine neue Knarre. Nice! Schaut auch richtig wunderschön aus. Ach, die gefällt mir. Gleich mal gucken, ob wir irgendwelche Upgrades für sie haben. Scheint nicht so. Bewegen, bewegen, bewegen. Also ich glaube, sobald ich eine gescheite Waffe habe, werde ich die Sniper wegnehmen. Obwohl, die Sniper... Ich weiß nicht, Leute. Ich bin halt echt nicht so der Sniper-Typ. Ich schieße verdammt selten damit. Eine neue Weapon. Oh, brauche ich sogar. Aber wir sparen uns ein bisschen Munition. Ach, obwohl. Dann vergesse ich die Schnellauswahl zu tun. Ist alles okay, mein Kollege, okay? Und ich habe noch so viel Schuss, Leute, ich kann schon ein bisschen was Bananen gehen kommen. Noch ein bisschen Schuss haben wir in der Kanone. Falls irgendwas low sein sollte, einfach Bescheid sagen. Ich werde es versuchen, dann leiser zu drehen. Es wäre ja nicht so schön, wenn euch das Gehör wegfällt, wenn ich hier schieße.
Problem hat nämlich meistens ich. So. Haben wir eigentlich da draußen noch irgendwelche Resident Evil Fans? Sind wir da nicht rausgekommen? Oder war das alles eine Vorstellung? Das Ausschuss habe ich mir das mal vorgestellt. Okay, gut. Dann halt eben nicht. Warst du schon vorher gelegen? Kennen wir den Typen nicht? Okay, gut. Vielleicht erkennen wir den, vielleicht aber auch nicht. Aber die Kurbel haben wir gerade da oben drin gefunden. So, Abmarsch, also. Was war das? Wenn man ein paar Teile aus dem Spiel vergisst, dann ist das nicht so gut für einen. Merkt euch das. Ich höre auf jeden Fall einen, aber ich sehe keinen. Ich höre ihn, aber sehe ihn keinen. Hier liegt wieder ein Pferdchen. Wie viele Pferde wurden denn umgebracht? Das sind Sniper-Munition. Ist noch irgendwas? Glas? Was zum Saufen? Das war's. Ein Schweindall. So, das war mal ein schöner Schweindall. Ach so, das haben sie einfach nur zugemacht. Das hätte ich mir durchkommen. Sind sie nett. Waren da mal richtig nett zu mir. Kommen wir da auch durch? Ey, hier waren wir doch auch schon mal drinnen, oder? War hier vielleicht irgendwas? Irgendwas Verschlossenes? Bin mir jetzt gerade immer so sicher. Wir suchen das trotzdem mal. Aber wie es ausschaut, war hier. Doch, hier war was. Neufi. Sieben Schuss für die Sniper. Nice. Falls wir mal eine Sniper benötigen, dann haben wir schon mal genügend Schuss drin. So, die Pump kann man aus. Sieben Schuss. 5 in der Pumpe, 2 im wie sagt man so, 2 im Lauf, 7 mal 2 als Reserve. Wo sind die? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Immer schön Headshots geben. Oh, da sind meine Ziegenköpfchen. Hallo. Aha. Ich sehe. Will ich mir einen Gruß geben? Dich da oben kann ich sonst. Soll ich vielleicht nicht verschwenden? Ich hätte ruhig dezent leiser machen können. Aber braucht keiner. Hält ja keine Schweine aus. Ja. Es knallt ja jeden das Gehör weg. Also mir zum Beispiel. So. Zent mal leiser gedreht. Mal ganz kurz Lautstärke fixieren, dass sie auch da bleibt, wo sie ist. Weil so ist das echt schlimm. Brüllen sie mir hier die Ohren zu. Schauen, was man so alles besitzen. So, einfach mal ein bisschen sortieren, dann geht es schon. So, passt. Naja. Fast ein bisschen. So, machen wir jetzt 3 Platz frei. Fällt mir gar nicht. So, ein Platz frei. So. Gut, trinken haben wir noch genügend.
Lege dich, habe ich erwartet. Bin ich der beste Sniper? Aber ich treffe auf jeden Fall. Also so ein bisschen weiß ich hier zum Glück noch. Hier geht's auch nicht lang. Ich brauche irgendeinen Schlüssel. Okay, den müssen wir suchen. Vorher finden wir den nicht. Müssen wir mal schauen, wo sie den Schlüssel den gepackt haben. Der Schlüssel der Weisheit. Oder der Schlüssel der Gitarrenmeister. Wie auch immer. So, was haben wir hier? Einen Dietrich? Und der überlebt. Ziemlich viel. Wollte ich gerade sagen, bis umgekippt ist. So, hier ist nochmal eine Puppe. Okay. Was ist da eine Puppe? Hey, ich so viel zu looten, da kommt man gar nicht mehr raus aus den Looten. Aber wenn man sich jetzt mal hier so. Ach, was ist die falsche Taste? Wenn man sich hier so die Karte anschaut, da müssen wir auch noch hin. Da gibt es noch sowas mit Dietrich, was ich öffnen müsste. Hier müsste ich noch rein, da muss ich noch rein. Es sind überall noch Gänge, wo ich rein müsste. Mal schauen, wie es ausschaut. Habe ich hier drin leider was übersehen. Da komme ich jetzt, glaube ich, nicht mehr rein. Na, ich glaube, da komme ich jetzt nicht mehr rein. Wir sind halt über so kleine Ecken, wo man noch rein könnte. Ich habe mal scharf. Ja, okay, gut. Egal. Auf jeden Fall, da muss ich auch noch später hin mal rein und den restlichen Loot rausholen, weil. Alles, was da drin ist, kann und werde ich wahrscheinlich gebrauchen. So, jetzt muss ich noch gucken, wo ich lang muss. Denn, wie gesagt, alles weiß ich leider nicht mehr vom Game. So. Können wir das öffnen? Ja, können wir. Da ist ein Kinder drin. Kann ich die schneller schießen, bevor ich die Tür aufmache? War doch gerade hier drin, oder? Nee? Habe ich mir nur eingebildet? Gut. Oh, ein Fahrrad. Das können wir gebrauchen, weil wir haben viele Teile gesehen, wo man aufdrehen kann oder am Brunnen. Mit dem ich hochkommen könnte, also wo ich Sachen hochholen kann. Vielleicht sind da ab und zu mal praktische, sehr wichtige Dinge drin, wer weiß. Und hier ist ein Hahn. Oder eine Henne. Eine Henne. Jetzt muss man gucken, dass ich sie irgendwie kriege, die Henne. Aim ist nicht da. Keine Aim vorhanden. So, noch irgendein Tier oder war das das einzige? Naja, man sollte ja auch nicht zu viel erwarten. Dann komme ich in das Häuschen hier rein. Wo ist denn da die Tür? Okay, von der anderen Seite verschlossen. Ist zu gemauert, da wollen sie nicht, dass ich reingehe. Aber hier gehen wir mal rein in die kleine Schuppen. Was ist hier? Was war Kapuma? Krablamo. Das war's. Okay, die Tür eigentlich die ganze Zeit automatisch auf und zu. Oh, hier kommen wir hinten durch. Ich hätte die ganze Zeit einfach hier rüber laufen können. Und wäre dann automatisch hier gewesen. Wow. Oh, da sind ja noch ein paar Viecher. So. Noch ein paar Tiere abgemurkst. Tür öffnen, Topf, geh auf. Und hier haben wir noch mal einen großen Kristall. Ein Mörderding. So, hier geht's nach oben. Ja, vielleicht können wir durch den Schornstein einsteigen. Hm?
Schornstein. Ich glaube, doch passen wir nicht. Ah, ja, ja, so geht's auf. Ich hab's doch gewusst, dass hier was ist. Stirb. Keiner liebt dich. Und Liebe ist das Wichtigste auf dieser Welt. Also stirb. Der verfällt. Ja, okay, verfallen geht auch. Hauptsache tot. Tod ist tot. Okay, ein Bauplan für den. Ah, wir können den Schlüssel upgraden. Da war ja was. Das ist das Haftteil für alle. So. Jetzt haben wir den vierflügigen. Ich sollte. Okay. Zurück okay. Zum Duke. Zu viel zum Lesen. So, zurück zum Duke. Ja, da. Da wollte gerade jemand backen. Soll das nicht schon längst vergammelt auf dem Tisch liegen? Oder ist das erst vor kurzem passiert? Nachdem, dass ich in die Stadt gekommen bin, oder wie? Auf einmal hat aber Mutter Miranda. Ui. Nicht mehr geantwortet. Aber warum auf einmal? Das ist die Frage. Genau, ein Tier durchgedreht sind, das kann ich mir schon irgendwie so denken. So, mach jetzt auch nochmal auf. Da ist um nichts drin. Warum? Warum? Das ist die Frage, was man sich heutzutage stellen muss. Warum? Warum ist meine Banane gut? Weil sie gegen die Sonne wächst. Da-da-da! Ja, so ein kleiner Job aus der Kindheit. Blauer Vogel. Oh, dein Fleisch. Dein Fleisch. So. Machen wir was zum Looten. Loot. Ich will die Loot drin. Krieg ich aber nicht. Hätte vielleicht noch die Krähen ab. Da liegt der Typ da schon wieder. Da fliegt denn der gleiche Typ noch hier herum? So, zu Duke sollten wir gehen. Ja, okay, gehen wir schnell zu. Ja, obwohl. Mich würde es noch interessieren, was hier hinten wieder ist. Oder ob hier hinten überhaupt was ist. Hier alles durchgelootet. Kommen wir nochmal in das Schloss oben rein. Warum gefällt es mir hier komischerweise auf einmal noch weniger als vorher? Ja, die Viecher da oben, die scheinen mir nicht wohlgesonnen zu sein. Gehen wir mal nach oben. So, ein bisschen Leib holen wir uns hier. Und vielleicht ist ja hier oben auch noch was. Tada! Wo ist das Viech? Okay. Gut, dann kommt mal alle her. So, muss ich mal ganz kurz summen. So. Wow, was ist denn alles? Riesige Pakete. Hat sich doch noch gelohnt, hier hochzukommen. Und zwei Magnum-Schuss. Ich habe jetzt gerade keine Magnum. Das ist übel. Übel. Das war so viel von gut. Dann muss ich mich jetzt sputen. So, hier war glaube ich auch noch irgendwo irgendein Schweindall.
Was ich mir jetzt gleich holen werde. Weindau, wo bist du? Jetzt kommen wir auch hier hin, da warte mal kurz. Schauen wir mal. Guck, hat doch gerade ein Schweindall. Ich höre es. So, du kein Schweindall. Oh. Kommst du zu einem schönen, schönen. Oh, das Schweindall. Und hier gibt es auch noch was zu holen. Nice. Leute, wir haben Loot Time. Ein bisschen Looten gehört leider zum Game. Ich sehe aber schon wieder, unsere Zeit ist schon wieder vorbei. Grotze, fix das Gift. Geht immer so schnell. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Doom vs. Resident Evil. Lasst einen Daumen und ein Abo da. Ciao.